hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss mich jetzt hier gerade ein wenig sputen, weil der Epi gerade gebrüllt hat, als ich nebenan stand, dass wir angegriffen werden. Und ich jetzt nicht weiß... Ach, die können schießen, das ist schlecht. Kommen die ja auch hochgeklettert? Das wäre mir persönlich nämlich jetzt lieber. Oder du schießt die einfach ab. Also drei da steht noch einer. Ich weiß nicht, wo der... Das war ein Huhn, aber ist okay. Also die kommen hier normalerweise von unten oder da oben den kleinen Weg entlang. Wo rennt der hin? Ja, der hängt da wahrscheinlich irgendwie fest oder was? Da. Ja, ich würde sagen, der Felsen hat ihn bezwungen. Er kam nicht hoch. Aber jetzt ist der Angriff vorbei. Also das unser erster Angriff. Wie viele Tage haben wir jetzt? Warte mal, kann man das irgendwo sehen? Weil ich habe nämlich auch das Gefühl gehabt, ganz am Anfang sind die Angriffe nicht so viel gewesen. Weil wir haben ja noch einen anderen... ich muss mich reparieren. Ich habe noch einen anderen Speicherpunkt. Und da kamen die Angriffe deutlich häufiger hintereinander. Aber da bin ich auch schon um einiges weiter als hier, muss ich dazu sagen. Ich denke mal, das hängt irgendwie von der Stufe ab. Boah, dass das immer so backt, dass man da nicht hochkommt, ne? Haben wir eigentlich einen Repariertisch gehabt? Ja, ne? Ja, das wollte ich eben nämlich schon die ganze Zeit machen. Das habe ich total vergessen. Auch die Axt, ich könnte sonst sowieso gar nichts mehr machen. Oh, der Baseballschläger ist aber auch gut in Mitleidenschaft jetzt gezogen worden. Heieiei. Da kann man nicht mal eben kurz ins Nebenzimmer gehen und sich mal eben um die Familie kümmern. Da wird direkt rumgebrüllt. Angriff! Angriff! Und dann muss man wieder rüberrennen. So, jetzt habe ich alles nochmal repariert. Und jetzt mache ich hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns aber sofort wieder. Ach, hallo! Warum liegst du denn neben mir? Weil er dir Feuer unterm Arsch machen will. Du brauchst immer so lange... Ja, du kommst ja nicht ins Bett. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Alles, was ich mag, außer hungrige Pals, die laufen ja alle. Wir haben das ein bisschen blöd gebaut, aber in unserer nächsten Basis wird es viel, viel schöner aussehen. Oder wir müssen das mal anders hinstellen demnächst, dass wir das mal irgendwie offline abbauen und wieder aufbauen oder sowas. Ich weiß es noch nicht so genau. Achso, ich sollte dir die Hälfte von dem Essen geben, hattest du gesagt, weil du das nicht hinkriegst, das zu teilen. Damit ihr das auch nochmal seht. Auf das Essen draufgehen, Shift drücken, linke Maustaste, dann könnt ihr die Hälfte nehmen. Wenn ihr drauf geht, steht das auch unten. Mit Steuerung ist dann eins davon wegnehmen. Ach, ich bin so blöd, das habe ich jedes Mal nicht gesehen. Und mit Shift ist die Hälfte davon wegnehmen. Reichen dir 32 oder willst du lieber weniger haben? Mir reichen 32. Bist du hier bei mir? Und dann werfe ich das ab. Ja. Ich sehe nämlich so nichts. Dann fiech es hier. Ja, dann nimm das auch, bevor das weg ist. Ja, so schnell ist das nicht weg. Also Standardeinstellung ist eine Stunde. So. Was wir auch gesagt haben. Ach stimmt, was macht der Wilderer eigentlich? Was ist das mit der Hand? Das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Heißt das Verteidigung oder so? Eigentlich nicht, ne? Das müsste irgendwas anderes sein. Helfende Hand ist das doch, ne? Helfende Hand? Ach so, warte mal, das hat der Futler auch. Wieso hast du jetzt die Glocke umgestellt? Ich habe die Nummer geleuchtet, weil ich die einfach läuten wollte. So, warte mal. Mau müssen wir auf jeden Fall ins Gehege setzen. Der weiß ich jetzt gar nicht, was der jetzt genau macht. Killemaru. Oh, passive Fähigkeiten. Mau ist selbstzerstörerisch. Das ist doch eine tolle Voraussetzung. Wen nehmen wir denn am besten dafür raus? Ich würde sagen, das Schaf, oder? Die anderen sind wichtig. Oder das Huhn. Was ist wichtiger, Schaf oder Huhn? Was willst du jetzt reinmachen? Ja, die Katze will ich reinmachen, damit die ins Gehege geht. Dann nimm... Ach so, stimmt, helfende Hände, ja klar. Nee, dann nehmen wir das Huhn raus. Ja, ja. Weil das keine helfende Hand ist, genau. Ja, wir machen ja sowieso noch eins neu rein, aber ich möchte... Ja, aber nur wenn du das jetzt machst. Ja. Du musst... Warte. Ach, die geht schon automatisch hier auf die Weide, das ist super. Also du brauchst gar keine rausnehmen. Weil die nämlich...
Irgendwas Wichtiges macht, ich weiß noch nicht mehr was. So, dann wollten wir, du wolltest mal eben noch den primitiven Hochofen machen, hast du gesagt. Ja, wo theoretisch soll der hingesetzt werden? Aber, das Feuer am besten weg von der Basis. Möchtest du hier neben machen, hier so? Hier? Ja, aber dann relativ mittig, dass das nicht so eng ist, ne? Hier so, ne? Ja. Ja, das denke ich mal, ist okay. Los, achso, wir sind doch auch doof, wir haben doch schon Holzfäller hier stehen. Guck mal, hier weil ist wir doch, den ja, eigentlich aber, bauen wollten, aber wir haben ja schon einen. Ja, aber wir haben keinen wir haben, Indrik. Wir haben Fehler noch gemacht. Das wollte ich euch auch noch gesagt haben. Habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Wir müssen nach Möglichkeit immer... Oder ihr solltet auch, wenn ihr das Spiel spielt, nach Möglichkeit immer eine Truhe direkt daneben bauen, weil die nämlich in der Regel das Holz und die Steine dann direkt in die Truhe reinmachen. Also je nachdem, welche Pals da gerade beschäftigt sind. Hier haben wir das nämlich auch nicht gemacht, siehst du? Baue ich auch mal kurz eine. Ja, wir haben keine Steine. Nee, Holz habe ich nicht. Ja. Warte mal, dann nehme ich die Steine hier raus. Ja, ich wollte die gerade in die Truhe reintun. Die wollte ich gerade da hinsetzen. Jetzt machst du. Okay, machst du. Jetzt kann ich. Ah, kann dieses blöde Pal hier mal weggehen? Mann, müssen die immer genau im Weg stehen, wenn man irgendwas bauen will? Weißt du, die sehen, dass da die Silhouette drin ist und stellen sich dann direkt da drüber. Das ist total. Naja. Hattest du einen Flammenwerfer hast du hier draußen? Ja, ich habe den. Was meinst du mit Flammenwerfer? Ja, den kleinen. Wolltest Foxy du den als Pixel. Flammenwerfer mitnehmen oder was willst du mir jetzt damit sagen? Foxy, nee, Foxpax. Ach so, für den Ofen meinst du jetzt, ja, ja. Du kannst deine Nepalbox erweitern. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Dann machen wir das doch mal eben schnell. Lagererweiterung, zack. Dann müssen wir allerdings auch noch mal kurz ein neues Bett bauen, bevor wir losgehen. Und das einen neuen ausholen. Deshalb hättest du gar keinen wegtun brauchen jetzt einfach. Ja, aber wir suchen uns dann einen anderen, glaube ich, auch. Nein, kein Bärengarten. Halt, halt, halt. Warum macht sie die Kiste dahin, wo man nicht drankommt? Strohbett. So. Darf ich wieder nicht bauen, weil wieder alles im Weg steht. Moment. Dann müssen wir das halt nach außen machen. So, machen wir das einfach so. Dann haben wir für den neuen dann auch entsprechend ein Bett. Ich bin auch am... Jetzt bin ich schon wieder hungrig. Willst du mich denn veräppeln? Ich habe gerade erst was gegessen. Die Standardeinstellung von dem Hungrigsein, das ist so ätzend. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob wir das nicht eventuell ein bisschen runterschrauben, damit wir uns mehr auf das Let's Play beschränken können. Irgendwie ist hier ein Sattel drin, der nicht zu Ende gestellt wird. Ja, den wollt, das ist kein richtiger Sattel, das ist ein Ding. Ja, für Fox, ja, ich sehe schon. Aber wolltest du jetzt nicht mitnehmen, oder? Können wir danach machen, oder? Oder die machen das vielleicht fertig in der Zeit? Die machen den ja fertig. Wir haben, meine ich, keinen Hirsch bisher, oder? Oder hast du einen? Nee. Ich habe keinen. Den müssen wir holen. Weil dann würde ich nämlich sonst sagen... Warte mal, der macht auch Bergbau... Dann setze ich so lange erstmal einen Fuddler hier rein. Ich hoffe, der macht den Bergbau dann auch mit jetzt. Und danach setzen wir dann den Hirsch rein. Ja. So, Frage ist, bist du soweit? Ja, in jedem Moment. Ich gucke gerade noch was. Dann ja, da bist du. Und die nächste Frage wäre... Die Hirsche... Eigentlich sind die auch auf dem Weg, ja, ich würde sagen Hochland. Ich gehe mal kurz darüber und gehe mal, achso, kann ich ja gar nicht, wenn ich nicht an der Schnellreise bin. Geh mal gucken, ob da welche sind gerade. Also ich habe eben noch welche gesehen, da wo wir eben waren schon. Ja, ja, im Hochland. Meine ich, waren welche. Natürlich sind jetzt, wenn ich da hinkomme, keine, achso, nee, die sind da hinten. Hä? Ach, das ist ein Port weiter. Ja gut, dann gehe ich einen Port weiter. Moment, bevor ich da jetzt ganz durchlaufe. Zack. Natürlich ist der EP jetzt schon wieder da, sobald ich hier bin. Hier sind jetzt aber... Ich habe den Turm entdeckt, den ich eigentlich schon kannte, aber ist in Ordnung. Ah ne, wir sind oben von dem Ding, ne? Die Hirsche sind, wenn, dann unten. Ich guck mal eben nach. Oh, Moment, da hinten ist noch eine Palsphäre. Die nehmen wir doch mal eben mit. Hier läuft ein Lama rum. Das sieht immer noch so selten komisch aus. Aber okay. Ich sehe jetzt gerade hier unten keinen Hirsch. Doch, ein Hirsch ist da. Ein Hirsch ist da.
Ein Hirsch ist da, ein Hirsch ist da. Ja. Bin auch der ist Level 11. Theoretischerweise müsste ich den sogar allein hinkriegen. Ich weiß es nicht. Probier's mal. Wenn man übrigens die Pals von hinten einfängt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man die auch bekommt. Das nur mal so als Tipp. Oft kriegt man es leider trotzdem nicht hin, also die von hinten anzuvisieren. Oh, Leute, ernsthaft. Wieso nicht, mein Freund? So nicht. Ja, das wird wahrscheinlich eher nichts. Ja, dachte ich mir schon. Alter, macht dir viel Schaden. Willst du mich veräppeln? Hilfe! Ich komme. Moment. Brauch keine Hilfe mehr. Hab ihn gefangen. Oh, der hat mir mit einmal so viel Schaden reingemacht. Krass. Und man kann übrigens einen Sattel... Ach so, habe ich den... Kann ich ja noch gar nicht freigeschaltet haben. Nein. Weil, wenn man diese Tiere nämlich gefangen hat... Das habe ich, glaube ich, bei dem Foxpark mal erklärt... Und bei dem Alpaka-Sattel. Dann kann man nämlich wieder Punkte ausgeben. Oh, warte mal. Es gibt noch Kilamarian-Schuhe. Ermöglicht es dir, es als Gleiter zu benutzen. Ach so, okay. Na gut, als Gleiter will ich die eigentlich nicht benutzen. Das Problem ist, ich würde gerne der ist auch ganz einen gut. fangen, aber hier ist keiner mehr. Hier ist nochmal ein Vogel, aber du hattest schon einen, ne? Einen Vogel habe ich immer. Der ist immer Ich bin jetzt nur gerade etwas verwirrt. Ach so, der Hirsch kommt erst in der nächsten, im nächsten Level. Ich kann den noch gar nicht freischalten. Ihr Schweine. Okay. Hallo. Ach, das sind die Bärensamen. Nee, die Bärensamen kann ich nicht essen, das stimmt schon. Boah, braucht der lange, bis der regeneriert ist. Da hast du schon recht. Du hast einen Lama gerade im Visier. Ich habe einen Lama gefangen. Hinter dir ist auch noch ein Vogel, aber da sind auch die Wilderer. Ich weiß nicht, ob du die machen willst. Oh, tu den weg, der ist sonst kaputt gleich. Ja, ich hab den. Ja, du kannst keine fangen, wenn du Pals dabei hast. Das ist grausam. Ich glaube, der Vogel ist jetzt gleich kaputt durch die Wilderer. Warte mal. Wir müssen hier rum. Nee, jetzt gucke ich wieder auf deinen Pfeil, oder was? Oh, wir müssen da hinten, da genau, da Richtung Brücke müssen wir hoch. Da kommen, ja, da Richtung Brücke. Ich will mir so ein Elektroding besorgen. Ja, aber lass uns doch, na gut. Hier, hol mir noch so ein Tröti. Nein, nicht weglaufen, schieß den mal an. Ich sag immer Tröti-Fand, aber die, nee, der backt auch. Schieß den, Ich hab mir getroffen. Oder nicht, der ist vertrieben. Was? Ich glaube, ich habe noch keinen Tiefern. Ja, doch, einen hatte ich doch. Okay. Ich nehme es zurück und behaupte das Gegenteil. Die sind so langsam, ne? Aber wenn du hinter denen her bist, dann sind die so schnell und hauen immer wieder ab. Das finde ich total doof. Warte mal, ich mache mal eben was anderes. Ja, stellst du was ein? Ja, dass er nicht angreift. Ja. Wie viel habe ich denn? Ah, das wäre mein zweiter. Das ist auch schon wieder ein Faulpelz. Wieso kriege ich immer die ganzen Faulpelze hier ab? Bei Männern, bei Pals. Boah. Hast du genommen, ja? Ja. Hier ist noch ein Bruchstück. Hier oben war auch mal, habe ich mal einen Wolf gesehen und Wildschwein habe ich irgendwo in der anderen Welt. Oh, komm rüber. Ja, ist ein Wildschwein ja auch. Zwei Wildschweine. Das ist nicht gut. Die sind nämlich gerne mal aggro. Ja, aber nicht schlimm, ich will das Wildschwein. Ich hatte doch ein Wildschwein, oder nicht? Ich will den Dinosaurier eigentlich, aber der ist sehr... Moment. Oh, Fixies! Bleib stehen! Bei Fuß! Nein! Scheiß auf die Sphäre! Ich brauche ein Fixie. Eigentlich brauchen wir zwei. Aber ich habe ein Wildschwein, habe ich? Bleib stehen! Nein, wieso backe ich jetzt in diesem blöden Ding? Mann, das geht mir auf den Sack! Oh. Ich hab eins! Ich hab eins! Warte! Hier ist auch noch... Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Die können auch sehr gut bewässern. Fuak heißen die. Hast du jetzt nur ein Fixie hier? Ich dachte, ja, das andere ist weggelaufen. Das ist hier oben auf... Wollen wir den Drachen mal versuchen? Warte mal, hier ist noch ein... Warte, warte, warte. Aber der ist Level 15, der wird uns übel.
Wo bist du denn jetzt? Wo ist das denn hingelaufen? Ich sehe es gerade nicht. Hier oben ist das zweite hingelaufen, aber wo es hin ist, weiß ich nicht. Also dahin, Wildschweine sind dahin auf der ist noch eine Seite. Fähre da, wo die Wildschweine ja, waren. Aber, ja, aber... Ja, und den einen hast du nicht... Warte mal, willst du den hier links nicht haben? Was ist mit dem Dean? Oh, was ist das da hinten? Komm mal mit. So, den erstmal. Hier ist ein Kugler. Nimm das mit, nimm das mit. Komm mal. Nein, komm mal den nicht ange... Nee, das ist ein Shiny, oder? Level 8. Level 8? Nein, es ist kein Shiny. Der ist so groß. Entweder ist das ein Boss oder ein Shiny. Und der hat kein Bosszeichen. Doch, das ist ein Shiny. Ich habe einen kleinen davon. Oh, ich habe keine Dinger mehr. Echt jetzt? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Oh nein! Hä? Warst du das oder ich? Was? Nein, ich war's nicht. Ich wollte ihn schlagen. Ich wollte ihn nicht einfangen. Der ist doch noch gar nicht so weit unten. Habe ich auf das Falsche jetzt gedrückt? Nein, nicht. Ja, ich denke, du hast keine mehr. Nein, davon noch Pfeile habe ich nicht mehr. Ach so, ach. Ich habe mich schon gewundert. Da oben sind Wildschweine, ne? Sollen wir den jetzt probieren? Ja, ich stehe hier die ganze Zeit zu warten. Ja, dann komm. Aber ich habe keine Pfeile mehr. Da hinten ist ein Sweet. Aua, was macht der denn? Was schießt die auf mich? Ah, die Kleinen. Das sind die Kleinen von dem. Aber müssen wir die erst kriegen. Warte mal. Die sind Aggro auf mich. Komm her. Ich will eins von euch haben. Obwohl, ich habe ja eins von euch. Ich habe euch die befreit. Bleibst du hier? So, nein! Den hab ich. Oh. Eins habe ich. Nicht! Oh, da hinten, dahinter ist noch eins. So, Tag 1 bis 2. Einmal nur kurz. Ja, oder so. Oh, die Wildschweine sind aggro auf uns. Von der rechten Seite, pass auf. Hast du? Ja. Hier unten ist auch noch eins. Also den kenne ich überhaupt nicht. Den hatte ich noch nie. Oh. Ja, doch, ich habe den befreit. Deswegen habe ich den... Oh, hast du das gesehen? Aua. Das Wildschwein wollte ich gar nicht. Ich wollte den. So. Toll, ich habe Arme doppelt drauf. Was doppelt drauf? Oh. Nimm dir das Wildschwein unten. Ich versuche das oben abzulenken. Ja, unten, das habe ich leider so abgelenkt, dass es umgefallen ist. Ja, warte. Nein! Oh. Hallo, bleibst du mal stehen? Wirf! Jetzt! Nee, ja, nimm dir den, du wolltest ihn noch haben. Ich habe doch Wildschwein. Du hast gesagt, dass es abgelenkt ist. Ja, komm mal mit. Wo ist denn der andere hin? Der Typ da, den wollen wir doch haben, nicht? Ja, du hast da oben ist auch noch eine Sphäre, die müssen wir gleich noch einsammeln. Der müsste aber hier noch hier unten rumlaufen. Da hinten ist er. Ja, an dem. Warte. Aber ich. Elliot, komm her! Warte mal, ich glaube, der könnte unser Tod sein jetzt. Ja, der ist Level 16, deswegen. Ich bin 12,5. Ja, ich bin auch 12 ungefähr fast. Also komm, wir probieren es mal, aber. Warte mal, lass uns vorher das Ding hier noch einsammeln. Ja, dann haben wir die schon mal sicher, dass wir die dabei haben. Vielleicht versteckst du dich hier hinter dem Erz, wenn der angreift. Soll ich das Pet mit raus angreifen lassen? Ja, anfangs ja, aber du musst den dann danach wieder reinholen. Oh, wieso wird der aggro, ohne dass wir angegriffen haben? Oh nein! Was ist das? Nein, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Oh, ich brenne. Wieso brenne ich? Wieso brennt man? Uhuhuhu. Hut, mach du. Oh. Boah. 3% wahrscheinlich. Au. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Du bist auch tot gleich. Mhm. Du hast noch ein bisschen Leben. Ich weiß. Mein Daydream ist auch gedaydreamt. Entweder du hättest mich holen können hinter dem Stein, aber. Wo bist du denn? Ja, du warst lebendig, da kann ich dich nicht holen. Nee, ich bin nicht lebendig. Wo bist du denn? Ich sehe dich hinter dem Stein hier. Hinter diesem das ist Erz, das ist kein Stein. Ja, jetzt bin ich tot. Hätte ich vorher gewusst, wo du warst? Und ich sag noch, der wird uns niedermachen. Achso, wir können jetzt nur wieder zurück ins Lager. Ja, wir müssen die eh jetzt da reinlegen, ne? Da wir da nicht komplett hingelaufen sind, habe ich das jetzt fürs Dorf... Oh, hier ist ein Hirsch.
Oh, scheiße. Und ich habe die Hälfte von meinem Team nicht dabei. War vielleicht nicht so eine gute Idee. Nehmen wir den mal. Ja, ja. Boah, der hat schon 70 Holz gemacht, der Hirsch. Das ist so OP, das Viech. Das ist nicht geil. Ja, ist sicher, der ist gut. Nein! Jetzt ergönnt er sich aber gleich eine Pause. Hallo, was ist los? Jetzt. Wieso sind Spiegelei in dem... Komm schon. Oh, Spiegeleier sind nirgendwo drin, aber die Eier könnten drin sein. Geht doch. Dann haben wir ein paar mehr davon. Brauchen wir zwar nicht, aber dann haben wir ein paar mehr davon. Oh, hier unten sind die Mantas. Da wollte ich gar nicht hin, aber ich sehe die gerade von hier oben. Wir brauchen eine mittelalterliche Pharmazie-Werkbank und eine hochwertige Werkbank. Für die nächste. Oh, für die nächste Stufe? Ah, da brauchst du aber, brauchst du nicht Eisen da irgendwie für? Haben wir. Ich habe 50 Barren machen lassen. Ach so, ja, das ist ja mit dem Schmiede-Hochofen-Dingsbums. Ja. So, komm mal her. Jetzt schlafen die alle. Jetzt legen sie sich hin zum Schlafen. Die faulen Hunde. Lalalalalalala. Hallo, Tiefhand. Ich war... Oh. Gute Nacht, Tiefhand. Ich hab dich gern gekannt. Lalalalala. Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Komm zu mir. So. Ah, ich hab ihn. Sehr schön. Huh, es greift mich jetzt hier an. Der Depresso, wieso greifst du mich denn an? Ich hab dich doch gar nicht angegriffen. Was willst du denn jetzt von mir? Ich sehe nichts. Hallo? Es ist auch so blöd, dass die Fackel automatisch ausgeschaltet wird. Und du da nichts mehr siehst, während du im Kampf bist nachts. Weil wir sind jetzt hier höher. Ach, da ist dieses zum Hochklettern. Ah ja, ich sehe zwar jetzt irgendwie fast gar nicht so in der Dunkelheit, aber ich kann mich daran erinnern. Ja, ja. Das war nicht das, was ich jetzt gedacht hatte, aber ja. Sehr schön. Jetzt kann ich auch schnell zu dir reisen und die Nacht überspringen. Moment. Zack. Okay. Oh, da sind sie alle direkt miteinander am Käppeln hier. Ja, renn doch mal einfach über die Betten der anderen drüber. Bisschen Anstand hier. Ich habe gerade den großen mal hier gespawnt, ne? Den riesigen, aber der hat nicht viel gemacht, keine Ahnung. Ich muss noch mal gucken, was der überhaupt macht. Den Shiny, den wir eben gefunden hatten. Meinst du? Doch, die kannst du, glaube ich... Ja, hast du fein gemacht. Die kannst du, glaube ich, wegen irgendetwas in die... Der kühlt. Der kann wahrscheinlich die Kühlbox später machen. Die kommt ja noch. So, hochwertige Werkbank. Wie viel haben wir denn dafür eigentlich schon? Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen noch Nägel. Die mache ich gerade, aber die tun nichts hier an der Werkbank gerade. Ach so, ich kann nur die Primitive. Warte mal eben. Oh, den Schild, den habe ich, das habe ich in einem Einstiegsvideo, glaube ich, auch gesagt. Den Schild würde ich euch empfehlen, dass ihr den auf jeden Fall macht. Der regeneriert sich übrigens automatisch, wollte ich dir auch noch gesagt haben. Das steht hier drin, weil du meintest, man muss den reparieren. Nein, das ist der... Hast du mir gesagt, ja. Okay. Der nimmt nämlich dann auch ein bisschen Schaden auf. Achso, nee, das war die Sache mit dem Gleiter. Das wollen wir nicht. Die Fässer sind eigentlich nicht schlecht, weil die ein bisschen weniger Platz wegnehmen. Die schalte ich normalerweise mal frei.
Nägel ist wichtig, dass man das machen kann. Den Hochofen, den hat der Epi ja jetzt gebaut. Den Dreischussbogen, kannst du den mit normalen Pfeilen eigentlich benutzen? Ja, und du brauchst nur einen Pfeil dafür. Also der schießt drei, aber du hast nur einen, der weggeht. Deshalb nehme ich den immer. Werde ich den auf jeden Fall... Kann ich dir empfehlen, den zu machen. Hier, hochwertige Werkbank. Da fehlen uns noch die Nägel für, hast recht. Ja, die machen, sollten sie eigentlich gerade machen, aber machen sie gerade nicht. Ich kann den Sattel machen. Jetzt habe ich den hier eingesetzt. So eine Sauerei. Welchen Sattel kannst du machen? Ja, von meinen Hirsch. Ach nee, ich habe ja noch einen zweiten Hirsch eben gefangen. Ah nee, ist alles gut. Fellrüstung. Die möchte ich mir auch machen können. Und die mittelalterliche Pharmazie. Danke für den zweiten Hirsch. Wang. Wieso? Ich kann dir den doch gar nicht geben. Also ich könnte dir den wahrscheinlich geben, aber ich brauche doch selber einen zweiten Hirsch. Ich wollte doch reiten. Und ich habe dir gesagt, dass hier einer ist, aber du kamst ja nicht. Nee, Technologie war ich drin. So. Ich habe nämlich eine Sache noch vergessen, habe ich gerade gesehen. Hier, die Kühlbox, die müssen wir nämlich bauen. Und den Metallspeer, den wollte ich mal ausprobieren. Ich habe nämlich mal gesehen, dass der anscheinend gar nicht so schlecht ist. Und ich glaube, ich mache auch die Aktivierung für unser Äffchen. Die mache ich auch mal. Mal gucken, wenn wir angegriffen werden, schnappe ich mir einen Affen und dann... Ach, wir haben keinen Stoff mehr, ja, super. Ach, ich bin bei der Reparatur. Ne, Moment. Das ist aber gar nicht so schlecht, was ich gerade sehe. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich meine Waffe auch repariere, ne? Stoff. Oh, ich kann keinen Stoff machen, weil ihr Pfeile drin sind. Wollt ihr mich denn veräppeln? Jetzt rennt der auch noch weg. Oh, Leute. Hatten wir jetzt schon eine hochwertige Werkbank? Nee, nein, das die waren die Nägel. Ja, 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 ist okay. Das waren die Nägel. Ich stell mal eine zweite eben hier hin. Die kannst du abbauen, wenn wir die hochwertige bauen können. Ich brauche die nur mal eben, damit ich was machen kann. Ich habe doch Nägel gerade eingesetzt. Was ist denn jetzt mit dem Spiel, ey? Oh, jetzt ruf. So. Ich muss mal eben was erledigen, bin gleich wieder da. Okay. Ich crafte hier nochmal ein paar Sachen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Nägel der Epi... Achso, da hinten. Der hat 40 reingeschmissen. Ach du Schande. Ja gut, da machen wir die Nägel gleich auch noch passiv. Ich würde sowieso sagen, dass wir gleich hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich werde jetzt das Schild noch eben machen. Mal gucken. Oh, ich dachte gerade, da ist ein Paldo durchgelaufen. Eieiei. Von hier aus sieht das immer so böse aus mit dem Feuer. Ich kann euch auch wirklich nur empfehlen, das Lagerfeuer nicht auf das Holz drauf zu machen. Wir haben hier so ziemlich alles falsch gemacht, was wir falsch machen können hier in diesem Bereich. So, den Schild habe ich jetzt. Der ist jetzt passiv drin. Ich weiß nicht, doch, man kann es hier auch sehen. Und der gibt mir nochmal 100 Schild. Hat eine Haltbarkeit von 1000, regeneriert sich halt passiv nochmal. Ja gut, und ich muss ihn halt auch mit mir mittragen natürlich, ne? Also das sind auch nochmal 5, die man dann tragen muss in dem Moment. Warum hat er jetzt die Werkbank hier falsch rumgesetzt? Ich habe keine Ahnung. ich mache mir jetzt noch eben den Dreischussbogen. Ich habe gerade schon Panik gehabt, dass der jetzt Nägel braucht, aber der braucht keine Nägel. Jungs, es wäre schön, wenn hier vielleicht mal einer ankommen würde und hier mal helfen würde, aber nein. Alle scheinen hier beschäftigt, wobei, doch fertig. Kann sein, dass wir jetzt ein bisschen Hilfe bekommen. Weil manche Sachen dauern halt wirklich unheimlich lange und ja, sei es Sättel, sei es wie jetzt der Dreischussbogen, den ich noch nie hatte, den ich aber gerne mal ausprobieren möchte. Ich habe mir den gemacht, zwar privat, aber ich habe den dummerweise noch nie ausprobiert. Das ist natürlich auch immer sehr gut. Ich weiß. Alles soweit eingestellt, was du einstellen wolltest. Aber warum machen die Nägel nicht, wenn wir die Nägel nicht kriegen? Oder hast du jetzt Nägel... Hast du die Werkstattung schon gemacht, oder wie? Nee, ich habe nur, wie gesagt, die kleine gemacht, weil ich Stoff machen musste und gerade noch andere Sachen hier mache. Dafür brauche ich wieder Stoff. Na toll. Na gut, ich kann mir beides noch nicht machen. Warum macht er? Ja, ich hätte nicht so viel Pfeile da reinmachen sollen. Das Problem ist, das dauert dann. Ja, aber er macht sie wenigstens jetzt. Also ich hatte nämlich eben das Problem, deswegen habe ich ja, wie gesagt, die zweite Bank gemacht. Hm.
So, die dauern leider auch wieder so lange. Kleidung. Ah, hallo. Ich wollte gerade blind versagen. Entschuldigung. Hallo, Pinguin. Also für mich, ich habe denen allen Spitznamen gegeben. Der eine ist Pinguin, der andere ist der Blob. Das ist dieses Erdviech, was jetzt gerade hier rechts reinkommt. Genau, der ist für mich der Blob, weil er irgendwie so, ja, weiß ich nicht, wie so ein Blob aussieht halt. So, Dankeschön. Für den Rest brauche ich noch zwei Feuerdrüsen. Die habe ich leider nicht mehr. Dann mache ich aber schon mal den Stoff so weit, dass wir den schon mal haben. Oh, nee. Ah, Feuerdrüsen braucht man irgendwie für alles. Ich weiß auch nicht. Aber wir haben keine indirekt. Doch, wenn man ein bisschen weiter das runtergehen, da müssten eigentlich welche sein. Oder unten in dieser großen Fläche, wo ich so gerne mein Lager aufbaue. Gleitschirm haben wir ja. Kann man hier eigentlich... Nee, schade. Man kann hier nicht sehen, wie viele man eigentlich hat. Das muss man immer dann bei sich nachgucken. Oh, ich habe nur noch 11. Ich sollte vielleicht tatsächlich nochmal welche machen. Ja, ich würde sagen, mit diesen Bildern werde ich auch erstmal einen kleinen Päuschen machen, beziehungsweise einen kleinen Cut machen. Wir arbeiten noch daran, dass wir dann in der nächsten Folge die hochwertige Werkbank aufstellen können und oder noch die mittelalterliche Pharmaziewerkbank, damit wir das Lager nochmal ein bisschen erhöhen können. Und ja, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich da hinten in der Nähe von dem Lager dann auch nochmal wegen Elektro-Pals gucken kann. Die sind nämlich da und die Fixies sind, glaube ich, auch da, soweit ich weiß. Wir haben das jetzt übrigens immer noch nicht ausprobiert, ob du dann den rausnehmen kannst. Weil du kannst sie ja unten in die Leiste reinziehen, ne, dass die arbeiten. Ja, aber er zeigt mir nur meine an. Bei mir stehen alle drin. Ich kann die alle verschieben. Das sind aber deine, nicht meine. Siehst du meinen großen, den ich eben gefangen habe? Ja, den hast du nicht ins Lager gestellt, nein. Doch, der ist im Lager drin. Was, ich kann auch eben mal reintun. Ich hatte den vorhin im Lager drin. Moment, ich tue ihn jetzt rein. Nee, ist aber nicht im Lager. Moment, ich tue ihn rein. Mach mal die Katze raus dafür. So, ich habe ihn ins Lager getan. Und das wären viel zu wenig. Er läuft hier auch nicht rum. Ja, sicher läuft er nicht drin rum. Ich ja, meine, hast du ihn ja auch nicht da reingetan. Nicht unten. Ach so, unten soll ich da rein. Ja, ich kann unten nichts reintun. Unten ist voll. Ja, deswegen sollst du... Warte mal, ich nehme erstmal die Katze raus. Nein, ich will die nicht austauschen. Ah, warte, ich muss die mal eben eine andere Seite nehmen. So, setz sie mal ins erste rein. So, warte. Siehst du, ich kann ja den wegnehmen. Ja, aber jetzt guck mal, ob der noch in deiner Paliste ist. Ja, der ist jetzt bei mir in meiner Box drin. Ja, dann ist der jetzt für mich weg, oder was? Warte mal. Ja, deswegen, jetzt setze ich ihn wieder unten rein. Das ist ja totale Verschweinerei. Nein, so kannst du die aber tauschen. Ja, aber ich will den ja wieder haben. Ja, der ist doch jetzt unten drin. Das war ja jetzt nur ein Test, dass du die... So kann ich dir welche weiterreichen, das meine ich. Ja, warte... Ja, und mit dieser interessanten Erkenntnis würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.